Hallihallo und herzlich willkommen hier am Dienstag. Ja, am Montag hat es einen Kunstraub in Dresden gegeben, zu einem Stadtschloss im sogenannten grünen Gewölbe. Haben doch tatsächlich Diebe eingebrochen und die wirklich wertvollsten Kunststücke gestohlen und sind sogar entkommen. Es ist unfassbar, also das grüne Gewölbe war ja dafür bekannt, dass es dort den Staatsschatz der sogenannten Wettiner Fürsten, der damaligen Wettiner Fürsten, aufgenommen hatte, beziehungsweise darin gelagert wurde als Museum. Unglaublich schöne Stücke, wie man ja hier so sehen kann. Diese Bilder sind natürlich nach dem Einbruch von der Polizei freigegeben worden, um es leichter zu machen und den Dieben natürlich schwerer zu machen, die wertvollen Kunstschätze zu verkaufen. Ich glaube auch eher allerdings, dass es sich hier um eine quasi Auftragsarbeit der Diebe handelt. Ich glaube nicht, dass diese die Schmuckstücke verkaufen, sondern ich glaube eher, dass das irgendwo bei einem privaten Sammler in irgendeinem Land in der Vitrine oder im Safe landet und nicht wiedergefunden wird. Die Chance hierzu sieht eigentlich sehr groß aus. Ich glaube nicht, dass die Diebe rein so gehandelt haben, denn das grüne Gewölbe ist jetzt nicht einfach, beziehungsweise im Stadtschloss, es ist nicht einfach da einzubrechen und vor allen Dingen auch ungesehen da rauszukommen. Denn die Reaktionszeit der Polizei, der Behörden war sehr schnell, denn am Montagmorgen, so um circa 5 Uhr rum, wurde der Einbruch verübt. Und schon kurz danach war die Polizei bzw. auch die Bundesbehörden vor Ort. Also ich glaube kaum, dass hier die Diebe so einfach gehandelt haben nach dem Motto, wir brechen da ein und dann verkaufen wir das Ganze. Das glaube ich nicht. Ich vermute eher, dass die Schmuckstücke irgendwo bei einem privaten Sammler in irgendeinem Safe dann landen werden. Sicherlich sind diese Schmuckstücke unersetzlich und auch aus Sicht des Museums ist das unfassbar. Allerdings, wie an allen Schmuckstücken, so klebt auch an diesen unsäglich viel Blut. Und letztendlich handelt es sich nur um gepresste Kohle, sprich Kohlenstoff, der zu Diamanten unter sehr hohem Druck gepresst worden ist. Ja. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass dieser Schmuck nochmal auftaucht. Ich hoffe, dass die Behörden vielleicht Glück haben, dass irgendwo Informationen preisgegeben werden, wer das gemacht hat. Aber auch da kann man nur davon ausgehen, dass das wohl nicht so schnell passieren wird. Naja. Ja, dann trotz alledem noch eine schöne Woche wünsche ich euch. Und ja, gut, dass ihr den Donald Trump gefunden habt. Applaus. Macht's gut.